Hallo und herzlich willkommen beim Tourhunter zum neuen Testfahrvideo. Heute haben wir einen kleinen Sportler aus Noale. Da ich nicht ganz so viel Zeit habe, machen wir nur einmal kurz ein Workaround, ein Walkaround. Einmal eine Sitzprobe. Sportler, ja. Lenker ist tief, aber bequem. Spiegeln sehe ich so halb was. Also ich bin 1,73, habe eine Hosenlänge von 30, Schrittlänge oder Innenbeinlänge 78 cm. Nur damit ihr mal einen Vergleich habt. Es wird hier schon relativ eng. Kniewinkel, boah, ist für mich ausreichend okay. Das ist nicht übermäßig spitz. Kenne ich Bikes, die sehen ähnlich vom Kniewinkel her. Ja, aber hier Platz nach oben ist nicht mehr viel. Also wenn ihr hier größer seid. Platz auf der Sitzbank ist reichlich. Aber hier ist schon echt wenig. Bin gut auf dem Lenker gebeugt nach vorne. Die Scheibe ist okay. Ich gucke hier drauf. So, was haben wir jetzt alles? Also wir haben einen Kilometerstand von 3200. Haben gerade Riding Mode Commute, dann haben wir noch Dynamic und Individual. Haben eine Anti-Wheelie-Control, haben einen Quickshifter und einen Blipper. Also hochschalten, ohne Kupplung runterschalten, ohne Kupplung. Eine Traktionskontrolle, ein Tempomaten, was sehr geil ist, ein Kurven-ABS. Ein einstellbares Fahrwerk in der Zugstufe und in der Federvorspannung. Ein 40 mm vorne. Hinten haben wir auch ein einstellbares Fahrwerk, auch Vorspannung und Zugstufe. Und die restlichen technischen Daten gibt der Tourhunter aus dem Off jetzt mal durch. Wir haben einen Zweizylinder-Reihenmotor mit 659 Kubik, 100 PS bei 10.500 Umdrehungen und 67 Newtonmeter bei 8.500 Umdrehungen. So, machen wir mal einen ersten Start. Hui! Ja, Fernlicht. Fernlicht aus. Ja. Hört sich sehr dings an. Also was ist? Als erstes, die Kupplung ist nicht einstellbar, geht aber sehr leicht. Also, guck mal hier. Kann ich mit einem Finger ziehen. Also das ist eine sehr leichte Kupplung. Die Bremse hat einen guten Druckpunkt, ist radial verschraubt von Brembo. Größe gibt der Tourhunter aus dem Off jetzt gerade mal durch. Mit Vergnügen mache ich das. Radial montierte Vierkolbenbremssättel, Doppelscheibenbremse 320 mm vorne und eine Scheibenbremse hinten 220 mm. Oh, der Motor fährt sich schön an. Klingt ein bisschen rau. Ja, aber Hebeleien, wie gesagt, Kupplungshebel nicht einstellbar, aber für mich in einer guten Weite. Bremshebel ist einstellbar. Ansonsten die anderen Armaturen, boah, das LED-Licht, krasser Scheiß. Boah, guckt euch an. Ja, die Armaturen, Blinker ist oben, Hupe ist unten. Das ist alles gut erreichbar. Oh, mal gucken, wie der Quickshifter. Ja, der Quickshifter funktioniert von der 1 in der 2 schon mal gut. Also, Gasannahme ist für den Stadtverkehr sehr schön. Geht auch gut vom Gas. Also mit sehr schön meine ich weich. Es geht weich ans Gas und es geht weich vom Gas. Ja, ich sehe den Spiegel so halbwegs was. Boah, ist das eine Sitzposition, ey. Aber ich muss sagen, wenn ich den Rücken ein bisschen durchstrecke, habe ich wenig Gewicht auf meinen Handgelenken. Ich mit meinen 1,73. Ja, aber geht sehr schön vom Gas. Wie packt die Bremse zu? Ja, die Bremse packt gut zu, aber das können wir gleich noch im Landstraßentest machen. Jetzt müssen wir erstmal hier aus der Stadt raus. Der Quickshifter funktioniert sehr gut, auch in unteren Drehzahlbereichen. Der Terror ist für mich sehr tief, aber ich bin ja auch Naked Bike fahren gewöhnt. Ich kann hier wahrscheinlich durchschalten, ja, Trip, Time, Max Speed 163, Average Speed, Average Fuel, Odometer. Also hier kann ich durch den Bordcomputer hoch und runter gehen. Okay. Keine Ahnung, was da ist. Also ich habe die mir jetzt nicht weiter zeigen lassen, sondern ich will die einmal selber erkunden.
Was haben wir denn da alles im Bordcomputer stehen? Also Tacho haben wir, Drehzahlmesser, Geschwindigkeit, Ganganzeige, Außentemperaturanzeige 13 Grad, Ölstand, Licht ist Auto. Also der macht wahrscheinlich selber zwischen Tagfahrlicht und normalen Abblendlicht. Tagfahrlicht ist LED, habe ich gerade schon gesehen. Abblendlicht, was das ist, muss ich gleich mal gucken. Ich gehe aber auch davon aus, dass es LED ist. Ich muss sagen, ich gewöhne mich so langsam an die Sitzposition. Oh, der Quickshifter funktioniert sehr gut. Wie funktioniert der Blipper? Auch sehr schön. Also Blipper ist wie immer. Gas zu auf dem Hebel. Jo. Ja, hoch zu ruck zu wissen. Ist aber nicht weiter schlimm. So, jetzt können wir gleich mal Soundcheck machen. Für euch wird es ein bisschen dunkel. Multifunktionsdisplay, sag ich mal. Also da kannst du verschiedene Sachen anzeigen lassen. Kilometerstand, durchschnittliche Geschwindigkeit, durchschnittlicher Verbrauch, Höchstgeschwindigkeit und so weiter. Dann haben wir hier Außentemperatur, Uhr. Oh, aber ich gehe jetzt mal in Dynamic. Der Klang ist schön für eine Serienanlage. Aber so vom ersten Sitzen her würde ich schon sagen, die ist eher was für die Kleineren unter uns. Also so welche wie mich. Weil wenn man hier größer drauf ist, also man hat auf der Bank so Semi-Platz. Also wenn ich ganz nach hinten rutsche, kriege ich gerade so die Faust unten rein. Also da ist schon weniger Platz drauf. Ist mehr so das kleine zierliche Bike. So, wie funktioniert der Quickshifter bei Stützgas? Sehr gut. Und der Blipper bei Stützgas? Auch sehr schön. Ja, schöner Klang. Das ist so ein bisschen an wie die große V4-Schwester. Die ich ja in der Naked-Version auch schon mal gefahren bin. Link ist oben in der Infobox. So, wie funktioniert der Tempomat? Dann gucken wir gleich mal, wie der Klang ist. Ah, cool! So, machen wir den Tempomaten einmal wieder aus. So. Ab geht's! Und in meiner Begeisterung habe ich ganz vergessen, was zum Motor zu sagen. Also zwischen 3 und 7000 baut sich das Drehmoment langsam auf und zwischen 7 und 9000 hat man nochmal so einen Drehmomentberg vor sich. Und an sich die Leistungskurve sieht relativ linear aus. Also es geht einmal linear nach oben und damit kommt nichts Überraschendes und kein richtiger Leistungsschub, der einen wirklich überrascht. Und deswegen fährt sich der Motor auch sehr schön und sehr gleichmäßig und sehr kontrollierbar. Läuft gut, die Kleine. Da wäre auch noch mehr gegangen. Ich habe mich noch nicht mehr getraut. Ja, so winddrucksmäßig. Also ich habe die Windkante unterhalb vom Helm, so auf Höhe vom Schlüsselbein. Also nimmt gut Winddruck weg. Wenn ich mich hinter der Scheibe klein mache, sehe ich aber nichts mehr. Das liegt an meinem Helm, weil ich einfach oben die Visierkante sehe. Also ich habe einen Turnhelm und der ist halt einfach begrenzt irgendwann vom Sichtfeld. Max Speed 211 sind wir gerade gefahren. So, jetzt gucken wir mal wie. Ja. Läuft aber ein bisschen Dings nach, aber das gucken wir gleich richtig. Fällt so ein bisschen in die Spuren rein.
So, jetzt gucken wir mal gerade, wie die Bremse ist. Oh, jo, das ABS kam schon, aber sehr, sehr dezent. Ja, Motor haben wir rein, 2 Zylinder, 658 Kubik, 100 PS bei, ich glaube, 10.500 und 68 Newtonmeter bei irgendwas um die 8.000. Ah, Aprilia springt immer so an. Ram! Bam! Bam! Ich finde den Klang sehr schön. Bisschen Good Vibrations haben wir. Zweizylinder typisch. Ja, ansonsten Kupplung ist für mich sehr gut erreichbar. Bremse auch. Also Bremse ist auch so eine... Ich guck noch mal kurz. Hinter mir kommt niemand. Oh, jo. Läuft so ein bisschen auf dem Vorderreifen hin und her. Ich muss gleich mal gucken, was da für Vorderreifen drauf ist. Also ich habe gerade so ein bisschen so gemerkt beim Bremsen. Es ist ein Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 montiert. Lenkt neutral ein. Aber ist jetzt nicht... Ich will nicht behaupten, dass die übermäßig agil ist. Oh, zu weit gefahren. Also die ist... Hält gut die Spur, ist jetzt nicht übermäßig agil, ohne behäbig zu wirken. Ist, wie soll ich es ausdrücken? Sie fährt satt ihre Linie, nur vom Fahrwerk her. Federung ist... Joa. Was hier ein schönes Detail ist, das zeige ich euch gleich aber nochmal. Die hat schon eine eingebaute USB-Dose ab Werk. Das finde ich mal sehr nice. Ja, aber hier so. Der Knieschluss ist breiter als ich dachte für einen Zweizylinder. Also ich komme richtig gut an den Tank ran, kann mich richtig gut abstützen. Hier, Knieschluss ist, der Tank ist breiter als man denkt. Also das ist echt gut, so von der Sitzposition her. Ja. Einmal wieder Fernlicht ausmachen. Wow, das macht mal Licht. Oh, ich habe sogar Musik und Telefon und so. Kann ich wahrscheinlich mein Handy per App verbinden. Ja, das habe ich gerade noch entdeckt. Sprachsteuerung. Uiuiuiui. Ich finde das Design sehr schön. Das dunkelgraue mit dem Rot passt auch zufälligerweise sehr gut zu meiner Kombi. Ja, und hier so durch die Stadt hin und her wedeln. Ist jetzt schon. Also man muss sie halt anders fahren als eine Naked zum Beispiel. Aber das ist ja völlig klar, das ist ja konzeptbedingt. Aber so, ja, ist jetzt schon agil, ohne kippelig oder nervös zu wirken. So, wie ist die Bremserei nochmal? Ja. Also die Bremse ist jetzt nicht unbedingt, die geht jetzt nicht unbedingt scharf ran, aber hält sehr neutralen Druckpunkt. Es taucht ein bisschen vorne ein, aber nicht zu sehr. Ist jetzt aber, wie gesagt, nicht übermäßig scharf. Also du merkst, dass sie rangeht, aber sie überrascht dich nicht. Ja, jetzt geht sie ein bisschen ruckartig ans Gas, das ist aber völlig normal. Aber die geht schützend vom Gas. Also auch wenn man es krass schließt. Ja, das macht keine Huppe und nix. Oh, hier so. Ist so im zweiten bei... Bei 50 vom Gas gehe ich dick ein ganz klein wenig nach vorne, aber nichts wirklich Schlimmes. Also vom Einlenkverhalten her, wenn der Reifen warm ist, lenkt schon gut ein. So, kommen wir mal ein wenig Handling auf der Landstraße.
Fährt sehr schön die Schräglage, bleibt neutral drinnen. Aber das Fahrwerk ist jetzt nicht jetzt komfortabel ohne hart zu wirken oder ist sportlich ohne hart zu wirken. Ja, das ist echt wahr. Der Sound ist gut. Oh, Blibber ab im zweiten. Ja, in der Kurve Fahrwerk fährt gut. Wie gesagt, ist sportlich ohne hart zu wirken. Und der Motor dreht schön und schnell hoch. Mal einmal 0 auf 100. Auf leicht bergab. Kann man gleich nochmal machen. Dann leicht bergauf. So. Dann nochmal 0 auf 100, das was ich mich traue. Gut gemacht, kleines Baby. Gut gemacht. Ja, also Bremse echt gut. Ist es nicht übermäßig scharf, nicht übermäßig bissig, aber geht sehr gut ran, hält sehr guten Druckpunkt. Die Gabel taucht ein bisschen vorne ein, aber nichts, was einen irgendwie überraschen würde. Ja, da machen wir noch mal ein bisschen Walkaround und Design. So, ja. Das Tagfahrlicht ist schon geil. So. Das ist Fernlicht. Alter. Lichthupe. Ja, aber Aussehen ist echt wow. Hier die ganze Aerodynamik-Sache. Die goldene Gabel. Die roten Felgen, wir haben Pirelli, Rosso, Corsa 2 als Reifen drauf, 120, 70, 17, wie immer. Wir haben eine Doppelkrummerführung, die ziemlich lange rausgeht. Schöne Blenden, Luftfilter, Kühler, so bronze-goldenen Kupplungsdeckel, bronze-goldene Gabel. Vorne rotes, hinten schwarzes Rad. Diablo Rosso Corsa 2 auch hinten. Was haben wir denn noch? Relativ schön Serienauspuff. Also, muss ich sagen. Boah. Leicht ist er. 183 Kilo fahrfertig und ein 15 Liter Tank. Und hat doch einen relativ großen Lenkeinschlag. So beim Rangieren. So, jetzt haben wir wieder starten. Bram. Ja, ansonsten wie gesagt, Hebelei. Ja, ist der wirklich einstellbar? Ja, der wird, ja, der ist einstellbar. Ja, hier haben wir Fernlicht und Standlicht. Ja. Hupe ist gut erreichbar, Blinker ist gut erreichbar, das ist gut erreichbar, das ist gut erreichbar. Also Hupe, Blinker, Bordcomputer, Tempomat. Lichthupe ist gut erreichbar. Und hier, da muss man ja nicht ran. Der Behälter ist sehr schön ummantelt hier, also Details sind echt schön. Wie gesagt, Fahrwerk ist Vorspannung und Zugstufe einstellbar, hinten ganz genauso. Was haben wir denn hier noch? Lamp 2. Kabelbaum. Hier ist die USB-Dose. Die finde ich sehr schön gemacht. Sehr schön integriert. Der Tacho sieht ganz schön aus. Also kann man nichts, kann man nicht meckern. Oh, jetzt machen wir noch ein bisschen Commuting.
Also die verschiedenen Fahrmodi steuern wahrscheinlich wieder den Gasgriff, die Traktionskontrolle und das allgemeine Ansprechverhalten. Ja, aber hier so, also vom Platz her auf dem Tank, von Beinen her, größer dürfte man fast nicht sein oder längere Beine dürfte man fast nicht haben als ich. Der Quickshifter funktioniert sehr gut. Übersetzungstechnisch vom Motor her finde ich hier echt gut. Also man kann so im vierten bei 70 oh, bei 3000, sechsten bei 66, ja, kann man im fünften durch die Stadt fahren. Jo. Da beschwert sich nichts. Das geht auch noch gut ans Gas, da ruckelt nichts. Also du kannst schön ruhig im fünften durch die Stadt fahren. Lautstärke technisch ist es auch okay. Ich muss mal nachgucken, wie viel die dB hat. Aber so soundtechnisch aus dem Luftfilter raus ist schon wahrnehmbar. Wahrnehmbar ohne auf die Nerven zu gehen. Also wahrnehmbar ohne übermäßig laut zu sein. Sie hört sich so ein bisschen an wie ein V2. Wahrscheinlich wieder durch Hubzapfenversatz auf der Kurbelwelle, wie sie es alle machen. Aber jetzt funktioniert der Blubber ziemlich gut. Wie gesagt, so hier, vierter Gang 50 durch die Stadt. Fünfter Gang 50 durch die Stadt geht auch noch. Geht auch noch sechster Gang durch die Stadt. Jo. Chapeau Aprilia, also mit dem sechsten, mit dem Zweizylinder, mit 50 durch die Stadt. Kenne ich wenige Bikes, die das können. Und auch so designtechnisch, also die sieht für so eine kleine 600er echt gut aus. Und 100 PS reichen für die Landstraße mehr als aus. Da kommt es auch daran, wie sie übersetzt ist, wie viel sie Zugkraft hat und so weiter. Und dann kann man da schon viel machen. Ja, auch hier so, wenn man die Beine ein bisschen durchstreckt, oder wenn man den Rücken ein bisschen durchstreckt, ein bisschen Knieschluss macht am Tank, dann sitzt man auch nicht übermäßig sehr auf dem Lenker drauf, auf dem Lenkerstummel. Der Lenker hat auch eine ganz, also eine für mich angenehme Breite. Also ich stütze mich halt schon so auf dem Lenker drauf, so ist es nicht. Ist aber jetzt nicht so krass wie bei einer R6 oder wie bei einer Daytona, die ich mal gefahren bin, also so ergonomietechnisch. Für mich kann der Lenker noch ein bisschen höher sein, aber ich bin ja auch Naked Bike fahren gewöhnt. Aber so an sich, die Sitzbank ist, jo, die Sitzbank ist ziemlich rutschig. Leider. Weil dann sitzt man immer automatisch am Tank dran. Was ich ja nicht so gerne leiden mag. Aber gut, das ist individuelle Sache. Und wie gesagt, auch mit dem Fahrwerk, das hat ja eine gewisse Basisabstimmung. Hier würde ich sagen, sportlich komfortabel. Und wie man es dann, wie es dann wirklich ist, das kann man sich ja einstellen durch vorne, rechts und links. Ja, aber Tension, ja. Druckstufe pro Holm. Das machen manche Hersteller auch anders. Hier wird es hochwertig über alle beide Holme gemacht. Und Vorspannung. Also Fahrwerk ist Zugstufe pro Holm und Vorspannung. Und dass das hier pro Holm ist, das ist auch schon so eher klasse hochwertig. Gucken wir nochmal, wie das Fernlicht ist. Wow. Oh, man will fast gar nicht so hochtourig durch die Stadt fahren. Also der kann echt, für den kleinen Zweizylinder kann echt niedertourig schön. Also kann niedertourig gut. Finde ich gut. Aber hier jetzt so über die Bodenwellen weg. Man merkt sie, sie sind wahrnehmbar. Aber es ist nicht so, dass es durchschlägt. Ich fahre jetzt nochmal mit Absicht über den Gullideckel. Jo. Aber nicht wirklich schlimm ist. Aber hier wieder. Nicht so, dass es durchschlägt oder übermäßig bretthart ist. Also Serienabstimmung auch sehr schön. Ja, kommen wir zum Fazit. Also schöner, kleiner, flinker, aber nicht übermäßig überflinker oder übernervöser Sportler. Ist was für Anfänger, die jetzt Aufstieg machen. Also gibt es auch als 48 PS Version. Also auch als 2 Version.
oder für Fortgeschrittene, die auf die nicht so schnell in ganz illegalen Bereichen sein wollen und mal das Motorrad auch ein bisschen ausfahren wollen, weil mit einer RSV4 zum Beispiel ist das schon echt, da wird es ganz schnell ganz grenzwertig. Sitzposition ist, also ich habe jetzt noch keine Probleme oder so, keine Schmerzen, bin aber auch erst eine Dreiviertelstunde unterwegs. Sitzbank ist auch sogar angenehm, weich, jetzt nicht übermäßig bretthart, also ein bisschen Dämmmaterial drauf, so von der Sitzbank her, wie ist Sozia? Ja, Sozia ist ein bisschen härter. Also wenn man mit einem Sportler längere Tagestouren machen will, here you go. Motor ist, also das Maschinchen ist ausreichend motorisiert für sein Gewicht und seinen Einsatzzweck, ein sportlicher Landstraßenflitzer zu sein. Der sportliche Zweizylinder, 658 Kubik, Reihen Zweizylinder, fährt sich echt gut und echt schön, also macht jetzt keine Zuckungen, ist jetzt nicht irgendwas, hat jetzt nicht irgendwas Überraschendes, keine spitze Leistungscharakteristik. Er hat schön viel Drehmoment in der Mitte. Ist meiner Meinung nach vom Getriebe her sehr schön abgestimmt. Also, du kannst im vierten durch die Stadt fahren, auch noch im fünften. Das haben wir ja vorhin getestet. Bremse ist auch. Sie packt zu. Sie hält den Druckpunkt gut. Sie geht relativ progressiv ran. Aber sie ist jetzt nicht irgendwie scharf oder spitz oder so, also so, dass man sich überrascht, wenn man bremst. Also sagt man nichts. Wie ist die Sitzhöhe? Ja, ich komme fast mit beiden runter. Wenn ich es richtig ranziehe, komme ich mit beiden runter. Ich habe eine Hosenlänge von 30, also Sitzhöhe ist auch okay. Ergonomie ist für ein sportlicheres Motorrad mit Stummellenkern okay. Hebeleien sind sehr gut erreichbar, auch wenn der Kupplungshebel nicht einstellbar ist, aber ich mit Handschuhgröße 9 oder 10 von Manucci, also das ist glaube ich Größe L. Ich habe für meine Größe relativ große Hände. Ist auch gut erreichbar, die Kupplung ist sehr leichtgängig. Also die Kupplung kannst du auch mit einem Finger ziehen. Und das ist für eine Seilzugkupplung echt sehr schön. Bremshebel ist einstellbar, sieht auch relativ schön aus von der Haptik her. Ist ein radial verschraubter Bremspumpe. Griffe sind sehr schön. Bedienung ist nicht verwirrend. Intuitiv würde ich sagen. Tacho ist sehr gut ablesbar. Tacho schaltet wahrscheinlich auch um. Konnte ich nur nicht testen, weil es ist ja hell. Quickshifter arbeitet sehr gut, Blipper arbeitet sehr gut, also Quickshifter arbeitet auch sehr gut vom ersten in den zweiten, wo ja andere Maschinen manchmal ein bisschen rucken. Ja, jetzt hier okay, im Schlitzgas vom zweiten in den dritten ruckt es halt ein bisschen, das geht aber fast nicht anders. Sound ist okay. Motor dreht relativ schnell hoch, ohne jetzt brachial oder überraschend zu sein, also ohne den Fahrer zu überraschen, sondern man weiß immer, was der Motor tut, man weiß immer, was er macht. Sitzbank ist bequem, Federung ist auch hart genug, aber nicht überhart, hart genug ohne, hart genug und immer noch komfortabel. Also, Chapeau Abrea, sehr schönes Bike gebaut habt ihr da. Wie gesagt, wer einen Sportler fahren will oder ein sportlich angehauchtes Motorrad, der ist hier richtig aufgehoben. Ja Leute, dann danke ich soweit fürs Zusehen. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Gebt einen Daumen runter, wenn es euch nicht gefallen hat. Schreibt mal drunter, was ihr so für Erfahrungen habt, ob ihr euch vielleicht die Abrea R660 kaufen möchtet oder auch nicht. Mein Dank geht raus an Motorrad Fuhrmeister.
Wuppertal. Und dann bin ich raus für heute. Ciao, ciao.